An dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar unserer Reihe Hanselblatt Digital, nützliche Tools und Strategien für dein Business. Ja, wie schon angeklungen, wir haben immer irgendwas. 51 Webinare machen davon nicht frei, dass wieder irgendwas schief geht. Ich hatte wirklich noch kein Webinar, wo nicht irgendwas schief gegangen ist. Ich freue mich, dass Sie zahlreich eingeschaltet haben. Wir hatten ja heute das Thema Meta bzw. Metaverse. Vor ein paar Wochen hat sich dementsprechend Facebook umbenannt. Und warum das Ganze sich umbenannt worden ist bzw. welche Idee oder welche Vision dahinter steht, darum geht es heute in unserem Jahresabschlusswebinar. Und ich hatte es ja schon eingangs gesagt, ich habe es zumindest mir gesagt anscheinend, nicht allen, dass Sie die Möglichkeit haben, uns hier Fragen zu stellen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie davon zahlreich Gebrauch machen und unser F&A-Feld nutzen. Ich habe auch gesehen, das haben jetzt einige schon gemacht und uns mitgeteilt, von wo aus Sie zuschauen. Ja, Lübeck ist dabei mit dem Hinweis, dass das Zuhören bislang schwierig war. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Würde mich freuen, wenn es jetzt ein bisschen besser läuft. Kiel ist dabei, Schwarzenbeek ist dabei, Husum, Travemünde, Rheinbeck, Hamburg, Bad Steinbeck, Basbüttel. Ja. Perfekt, Schönefeld. Super, freut mich, dass Sie auch diese ersten Minuten schadlos überstanden haben und mir das nicht allzu übel nehmen. Gehe ich mal ein bisschen weiter beim Text, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Es ist so, wir sammeln Ihre Fragen dort. Wie gesagt, wir haben dieses schöne Feld F&A, die kommen hier bei uns an. Auch unsere beiden Referenten, Henning Vöpel und Oliver Rösling, können diese Fragen sehen. Und wir gehen natürlich darauf dann später ein. Wenn es Verständnisfragen sind, versuchen wir die auch gleich aufzugreifen. Heute ist es ein bisschen anders als sonst. Normalerweise haben wir eher Webinare so aufgebaut, dass wir eher einen Vortrag haben. Heute ist es eher eine Art Talk, beziehungsweise ein bisschen Jam auch zu dem Thema. Und ich bin schon ganz gespannt, wie das Ganze dann vonstatten geht. Nichtsdestotrotz haben Sie natürlich auch am Ende die Möglichkeit, unser Webinar zu bewerten. Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Wir möchten natürlich wissen, wie hat es Ihnen gefallen? Vor allem auch, was sind zukünftige Themen, die wir wieder aufgreifen sollen? Ist für uns immer wieder wichtig. In den letzten 50 Webinaren haben Sie uns sehr, sehr viele Themen mitgegeben, die wir dementsprechend bespielen sollen, beziehungsweise aufgreifen sollen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie davon am Ende auch zahlreich Gebrauch machen. Und dann last but not least noch der Hinweis, hier oben haben Sie eine schöne Möglichkeit, das Ganze auf Vollbild zu stellen. Ich würde mich freuen, auch wenn Sie das machen, dann können Sie jetzt unseren beiden Protagonisten am besten folgen. Und damit übergebe ich hoffe jetzt auch störungsfrei, direkt an Julia. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Wie ich schon gesagt habe, es gibt immer irgendwelche Themen, immer irgendwas, was nicht klappt, obwohl es vor 2 Minuten schon geklappt hat. Aber das macht es ja auch ein bisschen aus. Wir sind alle nur Menschen und ich hoffe, dass man mich jetzt gut hören kann. Genau, ich will auch gar nicht so viel sagen. Ich möchte einfach nur unsere beiden Gäste heute nochmal herzlich willkommen heißen, Henning und Oliver. Ich bin ganz, ganz froh und dankbar, dass ihr heute dabei seid und auch so relativ spontan gesagt habe, ja cool, machen wir. Ich hatte nämlich vor 2 Wochen mit Olli telefoniert. Ich glaube, es ist wirklich erst 2 Wochen her, weil Henning und Olli sind für mich so ein bisschen so die Vorreiter, was irgendwie die digitalen Trends angeht. Also wenn ich mal irgendwie Themen habe, wo ich irgendwie nicht weiterkomme, dann weiß ich, dass die zwei auf jeden Fall davon schon mal mindestens was gehört haben oder eben auch was dazu erzählen können. Und dann hatte ich mit Olli kurz gesprochen und habe gesagt, wir wollen ein cooles Jahresabschlusswebinar machen, mal ein bisschen andere Themen. Hast du eine Idee? Worauf hast du Bock? Und er hat natürlich sofort gesagt, ich bin dabei und hat eben dieses Thema vorgeschlagen, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ja, übergebe jetzt das Wort an euch beide und ich bin sehr gespannt, was ihr uns zum Thema Metaverse so alles Schönes erzählt. Viel Spaß. Wahnsinn, ich hoffe, man hört uns jetzt. Jetzt sehe ich mich hier voll im Fokus. Henning, du musst doch was sagen. Ich höre dich auch. Ich sehe dich und jetzt sind wir beide im Fokus, im Spotlight, glaube ich. So soll es, glaube ich, auch sein. So ist es technisch richtig. Und ja, Olli, du hast das Thema vorgeschlagen. Wir haben das im Vorfeld schon mal erzählt. Wir haben ja vor 2 oder 3 Wochen eine Sendung dazu gemacht auf Hamburg 1, Hamburg und das Metaverse. Und da haben wir ja uns so ein bisschen eingegroovt schon und spannendes Thema. Da muss man die Antenne aber ausrichten in Lübeck, damit man das empfängt. Also insofern, ja, ich freue mich dabei zu sein. Ich habe mir gerade leider Kokosmilch in meinen Kaffee gegossen, weil nichts anderes da war. Aber das hat meine Laune auf jeden Fall nicht gefördert. Das Thema Metaverse, Henning, Metacity Lübeck. Da können wir uns eigentlich mal ein Beispiel Lübeck langhalten, oder? Was kann so eine Stadt wie Lübeck in so einem potenziellen Metaverse machen? Ja, ich finde, zunächst einmal muss man vielleicht nochmal skizzieren, was Metaverse vielleicht ist. Also die Idee dahinter ist ja, dass wir im Grunde so eine ganze Welt, also nicht nur partiell irgendwie Teile, bestimmte Services oder Lebensbereiche digitalisieren oder virtualisieren, sondern jetzt plötzlich ein Metaverse haben. Also etwas, was sozusagen
jenseits unserer realen Welt ist. Also es entsteht eine Parallelwelt oder wie immer will man das auch nennen will. Und interessant ist, finde ich, einerseits, wie sieht diese Parallelwelt aus? Das ist der eine Komplex. Also gibt es da eine gewisse Eigengesetzlichkeit in diesem Paralleluniversum, in diesem Metaverse? Und der zweite Punkt, der interessant ist, in welchem Verhältnis steht das Metaverse zu unserer Welt? Also wie sieht das Wurmloch aus, durch das wir sozusagen gehen und dann in diese andere Welt, in diese Parallelwelt hineingehen? Und wer ist eigentlich der Gatekeeper? Also wer erwartet uns an diesem Wurmloch und sagt, du kommst rein, du kommst nicht rein und unter welchen Regeln kommst du rein? Und Facebook ist ja sozusagen schon genannt worden. Die haben sich ja umbenannt und womöglich haben die auch die Idee, dass sie selbst Gatekeeper sein wollen und entscheiden, welche Regeln dann in dieser anderen Welt gelten. Vielleicht da natürlich auch so ein bisschen, das Ganze mal ein bisschen demystifizieren. Ne? Also es klingt alles Wurmloch und Parallelwelt. da wird der eine oder andere schaltet da schon ab. Wir müssen ja ganz klar sagen, das ist jetzt ein Thema, was strategisch nur so ein Facebook oder ähnlich große Player eigentlich überhaupt einbringen können, weil es im Grunde eine Verknüpfung von digitalen Plattformen ist. So, also deswegen Metaverse, also man baut ein Meta-Layer und eine schlüssige Verknüpfung, also wie die Zahnrädchen ineinander greifen von diversen Plattformservices, sei es Amazon, wo ich praktisch meine Einkäufe erledige, sei es meinetwegen irgendwelche Wetterinformationen, sei es, ja, also im Grunde geht es ja darum, eine AI, und AI hat damit auch ganz viel zu tun, ein Vorschlagssystem an Content, ne, der mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ob in der Realität oder virtuell, erreicht. So, und jetzt, wie das am Ende des Tages dargeboten wird, ist dann halt eine Frage, die man diskutieren kann. Ready Player One lese ich gerade, genau in die Richtung geht das halt. Ne? Dass man, aber das, man darf es auch nicht zu sehr nur auf die virtuelle Realität beschränken. Die virtuelle Realität ist eine Ausgabeform. Das ist praktisch das, was dann am ehesten diesem Wurmloch entspricht, wo man rein. Das ist im Grunde so eine Infrastruktur, ein Verbund, eine, wie du sagst, eine Verknüpfung von Plattformen, die ja jetzt ein Eigenleben haben, aber dann sozusagen in dieser Welt eben sich verknüpfen. Die Frage ist aber, auf welche Art und Weise verknüpfen die sich? Ne? Also wie sind die konfiguriert? Was entsteht da eigentlich? Also sind wir da sozusagen noch autonom? Haben wir da eine informationelle Selbstbestimmung, was ja auch ein Grundrecht ist? Also ich entscheide, was mich erreicht. Und natürlich mit Bezug auf Unternehmen ist natürlich ganz spannend die Frage auch, habe ich Level Playing Field? Also habe ich Zugang zu diesem Universum an Plattformen und so weiter? Und das ist ja auch etwas, was die Europäische Kommission, bin jetzt in meiner neuen Tätigkeit am Zentrum für europäische Politik sehr, sehr stark damit beschäftigt, gibt es ganz viele Gesetzesvorhaben, Regulierungsvorhaben, die sich genau damit beschäftigen. Medienfreiheit, Datenfreiheit, also wie können wir sicherstellen, dass bestimmte Datensätze mit anderen Datensätzen verknüpft werden, der Zugang dazu, irgendwie ist der barrierefrei gewissermaßen. Das sind, glaube ich, wichtige Fragen. Also welche Gesetze herrschen dort, wie verhält sich diese Welt zu der anderen? Die sind aus meiner Sicht noch ungeklärt, entscheiden aber sehr maßgeblich darüber, wie diese Plattforminfrastruktur aussehen wird. Und das, das diskutieren wir in einem Umfeld, in dem wir auch über Zerschlagung von Plattformen diskutieren. Die Gatekeeper-Funktion hatte ich schon angedeutet. Aber, Olli, das hast du ja gerade gesagt, das ist sozusagen die Mystifizierung. Aber da liegen natürlich auch wahnsinnig tolle Chancen drin, zu sagen, das ist auch eine Möglichkeit, irgendwie kleinere Player irgendwie auszustellen, den Kontakt herzustellen zu Märkten, auch neue Märkte zu schaffen. Also man darf es, glaube ich, nicht nur negativ sehen, die Bedrohung, sondern es ist eben auch eine Chance. Also zur Regulation noch zwei Worte. Es ist ja meistens so, dass die regulierenden Behörden oder wie auch immer sich im Vorfeld relativ viele Gedanken über alle möglichen Eventualitäten machen, bis dann ein Faktum eintritt und ab dann laufen sie hinterher. So, also das ist ja eigentlich so der Zustand, der in der Regel erreicht wird. Weil dann, sobald irgendwas passiert, muss es sehr, sehr schnell gehen und meistens entwickelt sich natürlich der Markt da wesentlich schneller, als die Regulatoren hinterherlaufen können. So, und
dann ist natürlich das ganze Thema Ownership ganz spannend. Ja? Also es wird höchstwahrscheinlich auf ein Oligopol hinauslaufen. Das ist dann irgendwo ein Facebook. Startet da jetzt vermeintlich. Du hast damit aber nichts zu tun mit dem Oligopol. Ne? Ja, ich habe darauf gewartet. Auf den Eigentlich ist Microsoft da wenigstens schon genauso weit. Also als Space VR, der eine oder andere kann damit vielleicht was anfangen. Das ist auch ein Tool, im Grunde so ähnlich wie das Metaverse, was von Facebook angepriesen wird, wo man sich im Grunde virtuell später dann irgendwie auch bei Teams und Ähnlichem nicht hier in diesem Frontalthema, sondern wirklich virtuell in einem Raum virtuell interagieren kann. So. Und das hat Altspace schon seit Jahren, da hat Microsoft mal sehr viel Geld für auf den Tisch gelegt. Und das baut Facebook jetzt gerade, das nennt sich bei Facebook Horizon. So, das sind zwei Themen. Bei Facebook ist es gerade in der Closed Beta beziehungsweise Nordamerika bereits schon ausgerollt, das kann man austesten. Bei Altspace ist das schon längst verfügbar. Über Jahre. So, und das sind jetzt die virtuellen Repräsentationen, diese virtuelle Parallelwelt, von der wir gesprochen haben. Wenn man das halt ein bisschen weiter denkt, dann haben wir da auch direkt auch Restriktionen, auf die man trifft. Also die Restriktionen unserer realen Welt sind halt andere in der virtuellen Welt. Also wenn ich da einfach Leute treffe, dann brauche ich im Grunde sowas wie eine einheitliche Zeit. Also mit Zeitzonen in der virtuellen Welt ist allenfalls verwirrend, weil ich ja im Grunde da sein kann, wo ich will, in dieser nicht durch einen Globus vertretenen virtuellen Welt, in der ich mich praktisch hin und her beamen kann. Deswegen machen Zeitzonen in der Form da keinen Sinn. Deswegen kann es schon sein, dass da auch nochmal irgendwie eine Revolution unserer Zeitschreibung passiert. Genau das Gleiche gilt für Ownership. Also momentan ähnlich wie damals beim Goldrausch mit der Bitcoin, wo die Early Adapter da praktisch die Nerds drauf geboten haben und drauf gewertet haben, gab es ja schon verschiedene andere Themen. Es kamen immer mehr verschiedene Cryptocurrencies und die Leute, die da sehr früh dabei waren, haben dann bis heute auch sehr, sehr viel Geld mit dem Thema verdient. Und genau diese Goldgräberstimmung, die nimmt man jetzt auch auf, indem halt virtuelles Land verkauft wird auf einer vermeintlichen oder auf mehreren vermeintlichen virtuellen Weltplattformen. Das ist natürlich eine Riesenwette. Ja, im Grunde habe ich da ein virtuelles Asset, was eigentlich repliziert werden kann oder von einer anderen Firma genauso aufgebaut werden kann, wo ich halt, wo aktuell schon Millionenbeträge für virtuelle Quadratmeter stattfinden und einer Welt, die im Grunde unendlich groß sein kann, je nach Rechenkapazität. Das ist eine ganz spannende Entwicklung. Absolut, ja. Aber die Definition von Eigentumsrechten in dieser Welt ist natürlich hier jetzt mehr oder weniger eine private Angelegenheit oder noch eine private Angelegenheit. Ne? Also die Evolution schreitet voran und das, was wir ja bei Plattformen selbst ohnehin schon sehen, droht natürlich auch hier, dass wir so ein bisschen den Point of No Return vielleicht verpassen. Du hast ja sozusagen den Race of Regulators irgendwie angedeutet. Also sind wir zu spät? Sind irgendwann die Netzwerkeffekte, der Vorsprung so groß, dass wir sozusagen immer hinterherhecheln, ne? Und auch sozusagen den Wettbewerb der Plattform im Grunde schon nicht mehr herstellen können? Und das wäre natürlich, ich sag mal gerade, ich vermute mal im Raum Lübeck gibt es einige mittelständische Unternehmen, die sagen, okay, das ist irgendwie so ein Monopol oder wie du sagst, so ein Oligopol, sind nicht unbedingt die Bedingungen, unter denen wir eigentlich konkurrieren wollen. Aber das droht natürlich, weil das darf, glaube ich, auch niemand unterschätzen, dass diese Netzwerkeffekte, also die Möglichkeit, bestimmte Regeln als erste zu setzen, Standard zu setzen, immer sozusagen natürlich eine Pfadabhängigkeit definieren. Ne? Und deshalb ist, glaube ich, eine gewisse Wachsamkeit geboten, hier sich sehr genau anzugucken, was ist die Evolution eines solchen Metaverse, und das ist ja auch gesagt, künstliche Intelligenz. Es gab jetzt ein KI-Gesetz der Europäischen Kommission, wo man gesagt hat, also die schwache Form der künstlichen Intelligenz, da wollen wir wenig eingreifen, logikbasierte Algorithmen, das ist noch nicht das Problem, aber wir kennen natürlich auch die anderen Entwicklungsrichtungen von künstlicher Intelligenz, selbstlernende Systeme, die vielleicht irgendwann mal auch sowas wie Bewusstsein ausprägen, selbst Machine Learning und so weiter, die sich verselbstständigen. Also ich will gar nicht schwarz malen, aber ich glaube, in der Summe aller Entwicklungen ist das etwas, was wir sehr genau uns anschauen müssen. Ja, was ja ganz klar ist, es gibt halt gerade diese Multimillionäre, die Superreichen von heute,
Die geben ja gerade diverse Wetten zum Besten. Ja. Der eine hat das Rennen zum Mars als seine Aufgabe erklärt. Haben gleich zwei, drei mitgezogen. So ein Zuckerberg kommt um die Ecke und sagt, wir nennen jetzt mal das Riesenschlachtschiff Facebook anders und machen das Metaverse drauf. Das ist eine Perspektive, das ist halt mir noch nicht da. Ne? Also das könntest du mit keinem anderen börsennotierten Unternehmen machen. Das geht nur, wenn das so eine Ikonen sind im Grunde. Ja, das hat ja auch was mit Zeitgeist zu tun und das merkt man ja, wenn so ein Elon Musk an der Börse sagt, hier, wir machen jetzt unseren Merchandise-Shop mit Dogecoin, das hat er irgendwie vor ein paar Tagen gemacht, dann ist erstmal 23% der Kurs hoch, das sind Milliarden Euro, mehrere Milliarden Euro. Das heißt, wir haben dann eine extreme Meinungsführerschaft und die im Grunde jetzt das Rahmenwerk unserer Gesellschaft ein Stück weit auch bestimmen, weil das Metaverse wird da einen ganz starken Einfluss drauf haben. Und wenn man das jetzt nochmal weiterdenkt, im Grunde basiert so ein Metaverse, um das überhaupt technisch möglich zu machen, auf einer IoT, auf einer Internet of Things-Thematik. Ja, da spielt das Thema 5G rein, da spielt das Thema Internet vor allen Dingen mit rein. Also ich kann das tollste Metanet bauen, wenn ich halt nur eine Kupferleitung, die halt nur 20 Megabit durchlässt, im Boden habe, dann kann ich da halt nicht mitspielen. Das ist halt, hat auch was mit Ausgrenzung im Zweifel zu tun, wenn ich das nicht vernünftig hinkriege. Auf der anderen Seite hast du dann Elon Musk, der jetzt gerade mit Starlink ein Satellitennetzwerk in den Himmel schießt mit mehreren tausend Satelliten, die im Grunde eigentlich auf jedem Fleck der Welt ein relativ stabiles und schnelles Internet zur Verfügung stellen. Das heißt, im Grunde, wenn du mich fragst, ist so ein Elon Musk ein ganz wesentlicher Mitspieler in diesem Thema Metaverse, weil der im Grunde ein Infrastrukturdienstleister ist für das ganze Thema. Ja, ja, absolut. Ich habe vor ein paar Wochen mal mit Thomas Reiter gesprochen, dem deutschen Astronauten, und der arbeitet jetzt ja für die ESA. Und er hat genau das gesagt. Ne? Also die Amerikaner lassen das zu, dass sozusagen der Orbit privatisiert wird. Ne? Also was heißt, er wird privatisiert? Also er war ja nicht mal öffentlich, sondern er ist einfach da und er wird sozusagen erobert. Und Elon Musk ist sozusagen ein Eroberer, ein Abenteurer, der sozusagen sagt, wieso, da ist noch nichts, das nehme ich mir. Und in Wahrheit ist natürlich die Macht über den Cyberraum und auch den Weltraum, über die Satellitensysteme, sozusagen der strategische Anker, ne, der sozusagen dort die Macht sichert. Also es ist auch ein Machtspiel natürlich. Macht verlagert sich von Staaten in Richtung privater Plattformen. Und im Grunde haben wir das ja jetzt schon. Also das ist zwar natürlich, Metaverse ist ja ein neuer Begriff und irgendwie ein Hype da drum, aber in Wahrheit sehen wir ja, dass Instagram, Facebook und so weiter, die bilden ja auch schon eine Konfiguration von Plattformen, die eine gewisse Welt erzeugen, eine gewisse Marktmacht, Abhängigkeiten, Ausgrenzungsmöglichkeiten, Diskriminierung, Manipulation. Also die Bilder auf Facebook sind irgendwie dann auf Instagram und so weiter. Also das ist ja genau das, was auch die Regulatoren versuchen zu sagen, wenn das so weitergeht, wenn wir sie weiterbauen lassen, dann ist das irgendwann so groß, dass die Ultima Ratio darin besteht, das ganze Ding zu zerschlagen. Aber ob das noch gelingt am Ende, ist halt die große Frage. Ne? Ich meine, Facebook hat 3 Milliarden User. Wenn du ganz groß denkst, hast du einfach immer das Thema, okay, wenn die Regulation zu krass vorgeht. Also einfach sagt, okay, wir verbieten jetzt das Metaverse in Deutschland, hat das natürlich auch vielleicht massive wirtschaftliche Folgen für Deutschland. Das heißt, ein Regulator mit seiner Keule ist längst nicht mehr, also man hat nicht mehr so viel Angst als so ein Facebook vor so einem Regulator, weil im Zweifel sagst du, okay, dann schalte ich halt Deutschland ab, irgendwann kommt ihr schon wieder angekrochen. Das ist, die werden ja mit, wenn Staaten darüber verhandeln, dann wird Facebook wahrscheinlich mit am Tisch sitzen. Ne? Das ist nicht nur eine Frage von Staaten und ihrer Macht, sondern auch mittlerweile von privaten Akteuren. Ne? Ja, und im Grunde selbst ganze Staaten folgen im Grunde diesen Superkonzern, diesen Online-Konzern. Und im Grunde ist ja das und diese Illusion, die wir jetzt gerade im Kryptobereich auch mitmachen. Ja, das ist ja im Grunde, solange der Strom läuft, ist das ja auch alles da. Und dann habe ich eine Ownership. Ja, wenn der Strom abgestellt ist, dann halt auch nicht. Also wenn jetzt die Steinzeit zurückfallen, also im Grunde, dann kann ich mir für meine NFTs und Bitcoins auch relativ wenig kaufen. Dann helfen mir halt nur die Goldreserven im Keller. Das ist ein schönes Beispiel, weil du es gerade erwähnst. Die Zentralbanken waren gegenüber Bitcoin und so weiter völlig relaxed. Aber als,
als Facebook damals angekündigt hat, dann, na, wie hieß es noch, jetzt heißt es DM, glaube ich, damals war es, ich den Namen schon vergessen, naja, also die Facebook-Währung sozusagen auszurufen. Das war der Moment, als die Zentralbanken nervös geworden sind und gesagt haben, okay, da verlieren wir sozusagen hoheitliche Gestaltungsmöglichkeiten. Also das Geldwesen, die Bezahlsysteme wurden plötzlich angegriffen. Und die Idee war, okay, technologisch ist das nicht das Problem. Aber die Netzwerkeffekte, diese gigantische Plattform, das war sozusagen der Anlass für die Zentralbanken zu sagen, okay, wir müssen über digitales Zentralbankgeld dringend Gedanken machen, sonst verlieren wir sozusagen den Zugriff auf dieses Geldschöpfungsmonopol oder Geldausgabemonopol. Und das zeigt vielleicht, wie staatliche Macht und Regulierungshoheit so langsam erodiert, wenn wir sozusagen nicht ganz klare Flankierung einsetzen. Im Grunde hat es ja der Staat nicht anders vorgemacht, ne? Also ich meine, unsere Währung ist schon längst nicht mehr durch zum Beispiel Gold oder Ähnliches gedeckt. Ja, es wurde ja immer stärker reduziert. In einigen Ländern gibt es, glaube ich, gar keine Golddeckung mehr oder keine Goldreserven. Und das ist ja, das, im Grunde ist der Zettel in der Hand. Du musst ja daran glauben als Bevölkerung. Und nur so funktioniert das. So, und wenn du daran glaubst, und das ist ja genau der Grund, so eine Bitcoin hat ja auch nicht unbedingt einen wirklichen Gegenwert, aber es wurde ja, Rechenarbeit und Energie reingesteckt. Und das ist im Grunde dann die Rechtfertigung für den Glauben an diese Währung. Und das hat das mit Metaverse zu tun. Am Ende des Tages brauchst du halt genauso wie eine gemeinsame Zeit brauchst du einen gemeinsamen Zahlungsstandard, der halt in so einem Metaverse funktioniert, über verschiedene Währungsformen hinweg, über Staatsgrenzen hinweg. Und das ist dann halt auch ganz spannend. Also es wird definitiv, das Thema Krypto wird definitiv spannend bleiben. Also es wird, ist im Grunde keine Blase, einzelne Währungen vielleicht, aber vielleicht anders gesagt, das ganze Thema Blockchain, an dem halt die Währung hängt, also die Technologie dahinter, die Verifizierungstechnologie, die wird definitiv eine ganz wichtige bleiben. Und jetzt kommt nämlich die nächste super neue Technologie dazu, Quantencomputing. Ne? Weil gerade so Quantencomputing können überhaupt so ein Metaverse hosten, also im Grunde um das A anzubieten und B bieten die auch eine Verschlüsselungssicherheit nochmal on top auf die aktuelle Rechenpower hinter so einer Kryptowährung, die dann auch höchst glaubwürdig ist. Also die kriegst du dann einfach nicht mehr. Und Quantencomputer können natürlich heutige Zertifizierungssysteme und Sicherheitssysteme aushebeln. Ne? Ich meine, die neulich gab es so dieses Beispiel, irgendwie ein Rechenvorgang, der eigentlich ein paar hundert Jahre dauert, der wurde in Minuten gelöst. Also diese, im Grunde ist der Quantencomputer die Aufhebung der Digitalisierung. Also wir haben nicht mehr Nullen und Einsen, die definieren sozusagen binäre Zustände, sondern wir haben, wie das in der Quantenphysik ja der Fall war, wir haben sozusagen Wellenform oder die Information als Welle. Das heißt, wir können Zwischenstände definieren, damit steigt die Speicherfähigkeit und die Prozessorgeschwindigkeit, die Rechenleistung natürlich um ein Vielfaches ist potenziert. Und das ist, glaube ich, wirklich sozusagen der Türöffner für die Singularity, ne, die Ray Kurzweil ja auch immer sozusagen schon angedeutet hat. Also wenn wir sozusagen über diesen kritischen Punkt hinausgehen, dann gibt es kein Halten mehr. Das stimmt schon. Ich meine, das ist jetzt irgendwie perspektivisch irgendwann da. Was man sich auch noch immer mal vergewissern muss, ist, bis Quantencomputing jetzt wirklich massenfähig ist, das wird noch eine ganze Weile dauern. Also braucht man relativ niedrige Temperaturen. Also früher waren auch normale PCs so groß wie ganze Gebäude. Ja, da sind wir jetzt ungefähr mit diesem Quantencomputing. Und man darf halt auch nicht im Irrglauben sein, dass das, was jetzt gerade programmiert ist im Internet, mal eben kurz mit einem Quantencomputer betrieben werden könnte. Das, was jetzt programmiert ist, müsste komplett alles neu aufgesetzt werden für Quantencomputing, weil unser aktueller Programmstandard auf Nullen und Einsen, auf binären Standards, also eine Rechenoperation nach der nächsten stattfindet. Und im Quantenuniversum ist halt so, du hast praktisch unendlich viele Zustände und der einzige Faktor, der über die Ergebnisqualität Ausschlag gibt, ist der Faktor Zeit. Wie viel Zeit räume ich dem Computer für diese Rechenoperation ein? Absolut, ja, aber du weißt, Olli, in den 60er Jahren, also das haben wir beide nicht mehr gehört, also selbst ich nicht, aber du auch nicht, in den 60er Jahren ging man davon aus, dass in Zukunft
der Bedarf an Computern wurde vielleicht auch weltweit 10 oder 20 geschätzt. Na ja, gut, wir sehen, wo wir gelandet sind. Jeder hat, glaube ich, irgendwie 3, 4 zu Hause. Und wenn man sozusagen ähnliche Entwicklungsgeschwindigkeiten überträgt auf andere Technologien, ahnen wir, dass alle Prognosen, die wir heute treffen, womöglich in 10, 20 Jahren schon Makulatur sein können. Darf ich kurz einmal dazwischen gehen? Bevor es jetzt ich meine, ich bin ja nicht in diesem Thema drin und für mich wird es gerade ein bisschen zu abstrakt. Oh, okay. Ich weiß ja nicht, wer auf welchem Level hier jetzt gerade zuschaut, ne? Also wer sich quasi noch nie mit dem Thema befasst hat oder wer da schon total drin ist. Deswegen würde ich jetzt einmal ganz kurz einhaken und mal jetzt versuchen, das ganze Thema mal auf dieses Beispiel, was wir genannt haben, wir nehmen jetzt mal die Stadt Lübeck oder die Stadt Hamburg und versuchen das mal runterzubrechen. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen in dieser virtuellen Welt für ein Unternehmen oder auch für eine Privatperson? Also wie ist das überhaupt aufgebaut? Wie wird das aussehen? Wie bewege ich mich dort? Also überhaupt erstmal so einen Eindruck zu bekommen, was passiert da überhaupt? Für jemanden, der jetzt noch nicht so weiß. Ja, wir kriegen sozusagen eine neue Infrastruktur geschenkt, ne? Also es ist so, wie Olli das gesagt hat, es ist ein weiterer Layer, der sozusagen Vernetzung in ganz anderer Dimension, in ganz anderer Qualität herstellen kann. Also wir haben Straßen, wir haben Wertschöpfungsketten, wir haben Behörden, wir haben Institutionen, alles das ist sozusagen repräsentiert eine mehr oder weniger industrielle Welt und das ermöglicht es uns, diese Welt im Alltag sinnvoll zu nutzen. So, jetzt kommt eben etwas dazu, was nochmal eine Vernetzung in anderer Dimension und einer Qualität bedeutet. Und das ist natürlich für Städte eine Chance, ob das jetzt Verwaltungsdienstleistungen sind oder Bildungsangebote, also die Vernetzung von Lebensbereichen, die Ressourcen bereitzustellen und so weiter. Das ist sozusagen natürlich eine wahnsinnige Chance, den Alltag zu bereichern, die Effizienz zu erhöhen, aber eben auch Dienstleistungen und Produkte ganz anderer Qualität herzustellen. Es geht nicht nur um ein schneller und besser, sondern es sind ganz andere Dinge. Also wie heißt es so schön irgendwie, we can do things differently and we can do different things. Also das ist, wir können nochmal ganz andere Dinge tun. Ne? Also nicht nur anders tun, sondern ganz andere Dinge tun. Wir haben natürlich jetzt mal, um konkret zu werden, wir haben jetzt natürlich einen kleinen Ausflug gemacht, so einen kleinen Exkurs, um mal zu sagen, alle neuen Themen oder alle neuen Technologien zahlen im Grunde auf dieses Meta-Thema ein. Das ist genau diese Grundidee als Infrastruktur, um jetzt das mal wirklich Handlungsthemen abzuleiten für eine Stadt. Neben der Lübeck, ja. Wir kennen vielleicht aus 2003 gab es die ersten Bestrebungen, das war damals Lindenlab mit Second Life, die da praktisch die ersten virtuellen Gebäude verkauft hat, ja, in diesem Lindenlab drin. Die haben da ein eigenes Service-Ding gehabt, da konnte man sich dann praktisch Platz kaufen, beziehungsweise für seine Marke entsprechend einrichten. Und das hat alles auch für die Marken und für die Konzerne und für die Firmen viel Geld gekostet. Man konnte da virtuelle Assets kaufen, Kleidung und Ähnliches. Und das ist ein Thema, die waren zu früh dran. Die hatten keine vernünftige verschlüsselte Währung. Das war alles noch, das waren damals die Linden-Dollars. Das war alles noch nicht so richtig ausgereift und sicher. Wir sind aber jetzt an dem Punkt, wo wir genau diese Infrastruktur zur Verfügung stellen können und wo wir halt einfach auch eine Internetqualität im Grunde zumindest in den urbanen Regionen in der Regel anbieten können oder über diese Spacelink-Geschichte, deswegen ja auch der Exkurs, um selbst auf hoher See ein stabiles Internet, eine Verlässlichkeit herzustellen. Das ist auch genau der Grund, warum das Thema Blockchain bisher immer nur so überall genannt wurde als Passwort, aber nie irgendwie stattgefunden hat, weil es immer eine Unterbrechung gegeben hat, weil irgendwo kein Internet war. Und dann musste der Faktor Mensch wieder eingreifen und dann war die Blockchain wieder hinfällig. Und das ist genau das, was in diesem Metaverse stattfinden kann. Wie sieht sowas konkret aus, wenn ich jetzt durch die Einkaufsstraße in Lübeck laufe? Dann habe ich zum Beispiel eine Brille wie die auf, da ist ein bisschen Technik drin. Und jetzt muss ich gar nicht abtauchen in der virtuellen Welt, sondern ich klicke da irgendwie rauf und auf einmal sehe ich, wird mir virtueller Content eingeblendet in mein Display. So, also im Grunde das, was wir heute durch Straßenreklame und Co. nennen, das kriege ich zielgerichtet auf eine AI-Empfehlung, auf die Informationen, die ein Computer, die eine künstliche Intelligenz über mich hat, die ich zur Verfügung stelle. Zielgerichtet zur richtigen Zeit die richtige Empfehlung. Heißt, der Olli, wenn es anfängt zu regnen,
dann hat er meistens keine Lust mehr, wenn das auch noch kalt wird, dann nimmt er sich in der Regel ein Taxi und fährt nach Hause. Das hat die AI über die Vergangenheit gelernt und sagt, sobald ich irgendwie meinen Schritt verlangsame und irgendwie stehen bleibe oder wie auch immer, dann kommt so, möchten Sie ein Taxi holen? Ja, kriege ich mein Display. In 2 Minuten ist das da. Und so, weiß ich ganz genau, kriege ich noch eine Anweisung, wo ich hinlatschen muss, um möglichst schnell einsteigen zu müssen. Das sind solche Themen, die dann wirklich stattfinden werden. Das sieht dann auch nicht irgendwie doof aus, das sieht dann wirklich passgenau aus. Und das ist genau das Thema, warum so ein Verortungssystem, bis auf 2,5 Zentimeter kann man inzwischen von Satelliten aus, also das, was wir als GPS kennen, es geht inzwischen durch weitere Satelliten, wenn man da die Pro-Version hat, auf 2,5 Zentimeter genau. So, das wird immer genauer sein. Deswegen wird so eine virtuelle Repräsentanz eine Stadt. Eine Stadt muss halt gucken, wie sie ihre Identität im virtuellen Raum bewahrt. Und das geht nur natürlich, weil Leute in einer Stadt leben weiterhin. Also die Leute werden weiter einen Körper haben und werden weiter auch das Analoge zu schätzen wissen. Die werden irgendwo im Büro sitzen, beispielsweise in Lübeck. Und dadurch wird es immer eine Identifikation mit der Stadt geben und dadurch wird es immer eine virtuelle Repräsentanz einer Stadt irgendwo geben. Nach dem Motto, wo verabreden wir uns tatsächlich, um so gemeinsam nicht nur ein virtuelles, sondern ein echtes Bier zu trinken. Und da wird es eine Chance draus. Ne? Das, was ich am Anfang sagte, diese Eingesetzlichkeit dieser Welt, aber auch die Verbindung zu dem wahren Leben sozusagen. Ne? Und da beginnt die Chance sozusagen, das als komplementär zu begreifen und zu sagen, das hilft uns. Ne? Aber du hast es ja angedeutet mit dem Beispiel, irgendwie das Taxi kommt und so, wer das nicht will, und nochmal, die Europäische Kommission hat gerade den Digital Services Act erlassen, da wird diskutiert, ob es personalisierte Werbung, ob das zugelassen wird. Es gibt viele Leute im Europäischen Parlament, die sagen, nee, das geht noch nicht weit genug, wir müssen das grundsätzlich verbieten. Was nochmal so schön zeigt, finde ich, dass es auch Kosten hat. Also wenn wir das nicht zulassen, dieses Targeting, diese individualisierte Information, wenn wir das nicht zulassen, trage ich das natürlich als Konsument als Kosten. So, ne? Aber das müssen wir wissen in Demokratien. Also meine Prognose ist, dass Demokratien weniger stark digitalisiert sein werden als Autokratien, weil die natürlich etwas laxer mit Daten umgehen werden. Und so wie ja, die Hoheit über Daten irgendwie Anlass geben kann zur Diskriminierung, zur Manipulation. Es ist umgekehrt, das ist sozusagen die Kehrseite, aber das ist ja immer so, neue Technologien haben immer eine hohe Ambivalenz. Das ist auch eine Chance für Inklusion. Ich kann Menschen im wahrsten Sinne des Wortes abholen, da wo sie sind, sie integrieren und so weiter. Ne? Zugang zu Ressourcen schaffen. Und wie immer sind es letztlich wir, die darüber entscheiden. Julia will was. Nein, achso, ich habe okay. Nur eine Zuschauerfrage. Was ist AI? Das ist die Zuschauerfrage. Würde ich ganz kurz mal machen. Also im Grunde AI ist Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Um das kurz zu umreißen, welche Rolle spielt AI da? Also es ist ein dystopischer Begriff im Grunde. Aktuell haben wir noch keine echte Intelligenz, wie wir sie vom Menschen kennen. Dafür müssten wir geknackt haben, was denn unser Bewusstsein ausmacht. Da sind wir noch ein Stück weit von weg. Aber was eine AI macht, ist im Grunde Muster zu erkennen in komplexen Daten, auch in heterogenen Daten. Und daraus Sinn zu machen, was uns Menschen vielleicht auf den ersten und auf den x-ten Blick nicht unbedingt einfallen würde, sieht halt eine AI durch Rechenpower im Grunde totgeschlagen. Da kommt auch Quantencomputing ins Spiel. Ein Quantencomputer liefert wesentlich bessere Ergebnisse und Abschätzungen und Prädiktionen als aktuelle Computer. Und aufgrund dieser Vorhersagen, die durch so eine AI, durch mein gelerntes Verhalten und mein wahrscheinliches Verhalten stattfindet, werde ich dann halt auch ein Stück weit gelenkt, insofern ich dann auch Content zulasse, der personalisiert ist. Also im Prinzip auch sowas wie mit, also wenn mir jetzt bei Instagram oder Facebook, der erkennt sozusagen meine Interessen und zeigt mir dann daraufhin irgendwelche ausgespielte Werbung an, kann man das so übersetzen? Genauso wirst du das im realen Leben erleben, also in deinem Berufskontext, in der Freizeit, wie gesagt, in der Einkaufsstraße, im Job kannst du jederzeit den Content abrufen, den du brauchst, ne? Also das, was früher Googlen war, das kriegst du dann just in time, wenn du es brauchst, weil der Computer erkennt, dass du es gerade brauchst, du musst danach gar nicht mehr fragen. Weil er kontextbezogen erkennen wird, was du gerade tust. Eine große Gefahr besteht darin, dass die Daten, aus denen wir lernen oder die künstliche Intelligenz lernt, natürlich irgendwie verzerrt sind. Ne? Also das sind sozusagen Repräsentanten der Vergangenheit und reflektieren eben auch Machtverhältnisse, diskriminierende Strukturen und so weiter. Das ist ganz interessant. Es gab neulich eine Untersuchung, in welchen Bereichen wir eigentlich
maschinelles Lernen wollen. Und es kam heraus, dass wir im dass wir nicht, also wir würden uns in Zukunft sicherlich von Robotern operieren lassen, aber es kam raus, dass wir immer noch wollen, dass Urteile in Gerichten von Menschen gesprochen werden. Also das wird ja auch in den USA stark diskutiert, dass wenn wir jetzt sozusagen Maschinen als Richter und Richterinnen einsetzen, dann lernen die anhand von Daten, die eben ganz klare Hinweise auf Diskriminierung geben. Obwohl eine Maschine ja tatsächlich vielleicht auch nachweislich objektiver wäre als ein Mensch, in dem Fall. Ne? Also gehe ich mal ganz stark von aus. Je nachdem, woran sie lernen sozusagen. Aber das ist auch so ein bisschen das Thema, wo man ganz offen, ganz ehrlich auch sagen muss, warum haben wir heute Autos? Ja, früher hat Henry Ford gesagt, hat man den gefragt, warum bauen sie Autos? Ja, ich mache das, ich disruptiere den Markt der Pferde wegen. Ja? Also wenn die Leute gefragt hätten, was soll der Name? Besseren Wagen, besseres Pferd. So, die wären alleine nicht aufs Auto gekommen. Und das ist halt genau das Thema. Manchmal müssen einfach auch Generationen, das klingt blöd, auch wegsterben, weil jüngere Generationen für Neues offen sind. Das ist dann auch eine Evolution in der Gesellschaft, um eine Evolution der Technologie voranzutreiben. Das, weil man wird einfach mit zunehmendem Alter, das kennt jeder von sich selber, wird einfach ein bisschen konservativer. Man bewahrt einfach das, was man gelernt hat, was man gut befindet. Und Neues bringt eigentlich unbedingt immer eine Komfortzone rein. Und, Christian hat schon eine Frage. Ja, ich hätte vielleicht nochmal ganz kurz, würde mich mal interessieren, in welchen Bereichen, glaubt ihr, sind wir dem Metaverse schon relativ nah, beziehungsweise wo wird es ziemlich schnell klappen, dass wir in so eine ja, Vision hineinkommen, beziehungsweise in so eine Realität dann? Vielleicht ganz kurz, also so ein Kristallisationspunkt ist ja das, was auch immer angepriesen wird, wenn man Mark Zuckerberg und Ähnlichem folgt. Das ist halt der Zugangspunkt, ist halt das, was wir aus Computerspielen kennen. Ich meine, ein oder andere hat Kids zu Hause oder selber schon mal irgendwie Minecraft oder Roblox oder sowas gespielt. Das heißt, die jungen Leute, die wissen, wie sie sich in diesen virtuellen Welten bewegen. So, ich würde mir mal sagen, alle so bis 30, 40 auf jeden Fall. Das ist halt der einfachste Zugangspunkt, ist eine virtuelle Welt für Interaktionszwecke. So wie wir jetzt gerade hier auf dem Monitor interagieren, agieren dann Leute mit einer virtuellen Realitätsbrille beispielsweise mit anderen Leuten im Raum. Das ist erstmal der gelernte, das ist erstmal ein Zugang, wo zumindest eine Generation bis, wie gesagt, pauschal 40 ungefähr abgeholt werden kann. Für die das relativ noch natürlich ist, sich in solcher virtuellen Umgebung zu unterhalten vielleicht auch. Das ist halt dann nicht dieser Gaming-Zweck, aber das ist auf jeden Fall der Touchpoint, weshalb das auch so stark gestresst wird von Microsoft und Facebook, weil das ein bisschen das ist, wo die Leute sagen, wow, das ist jetzt mein Wurmloch, was Henning eingangs gesagt hat, das ist jetzt mein Zugangspunkt zu dieser Parallelwelt. Aber diese Services um diese virtuelle Welt, die müssen jetzt erst entstehen und miteinander verknüpft werden, weil die ganzen Services nicht zwangsläufig miteinander reden. Dafür brauchst du dann Schnittstellen, APIs oder wie auch immer, damit denn auch in Schnittstellen, also wirklich ein smoother Übergang zwischen den Plattformen, den ich gar nicht bemerke, aber mir im Grunde Convenience, einen Service gibt, dass der dann passiert. Ich glaube, im Konsum sind wir relativ weit. Ne? Also im Vertrieb, im E-Business, im E-Commerce sind wir relativ dicht dran. Also wir sehen, dass dort sich die Welten, die Plattform langsam zusammenschließen, ne? Bezahlsysteme, Zugänge zu Amazon, die Märkte, die dort definiert werden, da sieht man so langsam, wie ein großer Player sozusagen verschiedene kleinere Plattformen, vorgeschaltete, nachgelagerte, angrenzende, so langsam wie so ein schwarzes Loch irgendwie anzieht und größer wird und mehr Gravitation entfaltet. Und das, glaube ich, ist erkennbar, dass wir da schon so eine Welt haben, die sich so langsam formt und konfiguriert und natürlich eben auch eine gewaltige Marktmacht, muss man sagen, mittlerweile ja auch entfaltet. Ne? Und, wenn du das jetzt noch einen Schritt weiter denkst, weil das, was du jetzt bei Amazon, wir haben eine extreme Logistik aufgebaut, ja, und inzwischen gibt es auch verschiedene Layer der Logistik. Super Grid Logistik heißt diese neue Logistikform, wo wirklich verschiedene Logistik- und Lieferplattformen, Kaltlieferung, Eislieferung, Warmlieferung, was auch immer, bis zur Haustür, das sieht man jetzt mit Gorillas, ich weiß nicht, wie weit das in Lübeck ist und so, dass die Leute dann wirklich die Einkäufe praktisch gegen null Marge vor die Tür liefern. In die Richtung geht das schon mal und eine andere Entwicklung wird auch kommen, das sehen wir zum Beispiel im 3D-Druck. Deswegen ist diese Meta-Thematik, Name ist Programm, man packt wirklich alles, was man hat an Technologie und Innovation
unter praktisch einem Dach. Und diese 3D-Druckthematik, die ist immer noch in den Kinderschuhen. Die ist schon wesentlich weiter. Ich kann inzwischen mit Titan, Schokolade und was weiß ich alles drucken. Ich kann Fleisch drucken. Aber es wird halt so sein, dass ich dann irgendwie auf Amazon was bestelle und im Zweifel das Teil direkt gedruckt wird. Also, dass ich es praktisch direkt habe, dass ich gar keine Wartezeit mehr habe. Das wird erstmal nicht bei allen sein. So, dass man so ein Ding zu Hause hat. Und das ist dann was für die nächsten 10 Jahre definitiv. Interessanter Punkt, glaube ich, den du angesprochen hast. Also nicht nur sozusagen der Zusammenschluss von Plattformen zu einer wie auch immer gearteten Infrastruktur, sondern auch die Integration verschiedener Technologien. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, ne? Also plötzlich schließen sie sich zusammen und bilden neue komplexe Strukturen, die auch, wie gesagt, bei komplexen Systemen haben wir auch neue Qualitäten. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich, also VR, AR und so weiter, mit künstlicher Intelligenz, mit 3D-Druck. Also das, was sozusagen sich parallel entwickelt hat im Wesentlichen, findet jetzt stärker integriert statt und bilden darüber eben auch diese Kontexte, diese neuen Welten. Genau. Ja, was gibt es da noch Schönes zu sagen? Mich würde noch mal interessieren, wie schätzt ihr da eigentlich die Position von China ein? Weil ihr habt ja vorhin schon mal kurz ausgeführt, es ist halt ein bisschen schwierig, sozusagen die Industrie schiebt jetzt die Staaten vorweg, beziehungsweise nimmt sie so ein bisschen an die Leine, gibt so ein bisschen vor, wie es sein soll. Aber ein ganz großer Markt wird ja weiterhin China sein oder andere etwas autoritäre Staaten. Wie seht ihr da die Entwicklung? Wird sie dort geblockt oder eher gepusht? Also ich glaube, wir hatten ja vorhin über ein Oligopol gesprochen. Die Chinesen werden da definitiv auch ihr eigenes Ding machen, weil die einfach zu sehr Angst auf den Angriff auf ihr System haben werden. So, genauso wie wir nicht autokratisch unterwandert werden wollen. Das heißt, es wird irgendwo auch ein Systemwettkampf geben, demokratisches, virtuelle Meta-World versus autokratische. Das wird eine Parallelwelt sozusagen entstehen. Da wird wahrscheinlich wesentlich mehr ungefragt mitgetrackt bei den Chinesen. Also mehr Daten kannst du gar nicht sammeln, ja, als in so einem Metaverse. Du kannst jede Bewegung tracken und sammeln und auswerten. So. Cyberabwehr, Blocking, das sind ja auch große Themen. Also exterritoriale Eingriffe, die sozusagen, die wir gar nicht merken, aber die sind da. Ne? Also die Maschinen hier nicht ein physisch, aber die exterritorialen Eingriffe gibt es dennoch, und zwar über diese Cybersysteme. Und ja, die sind wirksam, ne? Wie wir wissen, bei Wahlen und so weiter. Also, und dass die Chinesen, ich habe das ja vorhin angedeutet, dass die sozusagen Digitalisierung ad ultimo treiben, wie wir das in Demokratien nie tun würden, sieht man ja. Social Scoring ist natürlich in einem Metaverse toll. Also wir bezahlen vielleicht nicht mehr mit Geld, sondern mit Gefügigkeit. Ne? Also ich darf das bekommen, ich kriege das, wenn ich sozusagen mich wohlverhalte, nach diesen Regeln wohlverhalte. Und da sind eben auch ganz dystopische Dinge natürlich vorstellbar. Ja, und die Kriegsführung wird einfach auch eine andere. Also dieses archaische Miteinander auf Waffen losgeht, das ist einfach mal durch. Also da muss schon wirklich viel passieren, damit irgendeiner noch eine Atombombe schmeißt. Man kann die Leute viel empfindlicher, auch fürs Gewissen, viel beruhigender treffen, indem ich einfach die Satelliten abschießt von denen oder die halt so hart hacke, dass die einfach einen wirtschaftlichen massiven Schaden haben. Gerade wenn man da jetzt wirklich mal in die Richtung denkt, im Metaverse wird dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt ein großer Teil unserer Wirtschaft stattfinden, des Austausches, der Kommunikation, der Dienstleistung. Wenn man sich da gegenseitig hackt und man selber nicht auf Augenhöhe ist und das heißt, diese Cybersecurity-Themen dann rückabwickeln kann, wenn da irgendwo ein Bug drin ist oder ein Trojaner, nennen wir es mal, aber dass es greifbar wird, da wird es dann auch irgendwann Worte für geben, das wird dann anders heißen. Aber wenn man da nicht auf Augenhöhe ist, und das wird dann eher so ein Auf, dass das, was heute, wo man heute Panzer und was auch immer aufrüstet, da werden wir in Köpfchen aufrüsten müssen, um Leute, die fähig sind, solchen Cyberattacken standzuhalten oder vielleicht auch Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ja. So. Genau. Aber vielleicht kann man nochmal die positive Seite sozusagen spielen. Wir wissen ja aus den Science-Fiction-Filmen und Romanen, dass solche Möglichkeiten offenbar die menschliche Fantasie immer stärker anregt, sich zu überlegen, wie kann man die sozusagen zum Schlechten ausnutzen. Deshalb sind die meisten Science-Fiction-Filme, glaube ich, auch eher Dystopien als Utopien. Aber ich glaube, wenn man es gut hinbekommt, und an diesem Punkt sind wir gerade, zu entscheiden, ob wir die richtige Abzweigung
bekommen. Wenn wir die richtige Abzweigung nehmen, eröffnen sich, glaube ich, unglaublich tolle Möglichkeiten. Also ich will das sozusagen nochmal stressen, diesen Punkt. Also wer mal nach Shenzhen geht, zu Tencent in das Headquarter, wie sozusagen für China plötzlich die Möglichkeiten sich ergeben, auch das Hinterland, also mehrere hundert Millionen Menschen mit Gesundheitsressourcen und Bildungsressourcen zu versorgen oder auch hier sozusagen irgendwie das Land sozusagen wieder stärker anzubinden, Flächenregionen und so weiter. Also es gibt eben auch wahnsinnig tolle Möglichkeiten unter der Bedingung, dass wir halt regulatorisch, technisch Mindestmaß an Sicherheit und auch an Vertrauen herstellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also solche Systeme funktionieren entweder mit Credibility oder mit Zwang, mit Repression. Und wir wollen natürlich kein System mit Repression, sondern eins mit Kredibilität, mit Vertrauen. Und so, nochmal, das wird sozusagen, glaube ich, einen wesentlichen Unterschied in der Akzeptanz solcher Metaverses dann ausmachen. Also du hast eben gerade gesagt, das Thema, gerade auch für eine Stadt, für das Thema hier ganz spannend, das ganze Telehealth-Thema, ja, also so ein erstmal haben wir das ganze Predictive. Ne? Wir haben jetzt nicht mehr die Krankenkarte, sondern wir haben die Gesundheitskarte. Ja? Es spricht schon Bände. Wir machen Präventionsmedizin. Wir wollen gar nicht erst, dass die Leute krank werden. So, und das geht natürlich auch nur, wenn ich entsprechende Leistungen und Services anbiete. Dafür brauche ich Internet. Dafür muss ich die Leute erreichen können auf dem Dorf, wie Henning schon sagte. Und dafür brauche ich meinetwegen Starlink als Lösung oder etwas Vergleichbares. Und ich brauche die Daten, die über mich gesammelt werden, die ich vielleicht freigebe. Das, was heute viele mit ihrer Smartwatch schon machen, indem da irgendwelche Daten an Apple freigegeben werden, wo Analysen, EKGs und Ähnliches stattfinden, das, was früher aufwendig gemacht werden musste. Und umso mehr Daten ich sammle, umso eher ist die Maschine in der Lage, mir frühzeitig Warnsignale zukommen zu lassen. Deswegen hat das natürlich auch immer einen Benefit. Also Daten abzugeben hat auch Vorteile. Und da werden die Großen auch sehr bestrebt sein, diese Vorteile herauszuarbeiten, weil die natürlich Interesse an den Daten haben und ich Interesse an den Informationen im Zweifel, die sie mir da geben, wenn es dann kritische Informationen sind. Und das Gleiche ist bei Behörden. Ne? Also Behörden, warum brauche ich noch jemanden sitzen da? Warum brauche ich da noch einen Beamten, der mir irgendwie, ich brauche einfach zur richtigen Zeit eine AI, die mich darauf hinweist, Olli, dein Pass ist schon wieder abgelaufen. Mensch, du musst das und das machen. Zwei Knopfdrücke und dann kriege ich den neu. Dann kann ich den irgendwo abholen. Dann wird er mir zugeschickt oder ich drucke ihn aus. So, aber wahrscheinlich noch nicht so schnell. Ich sehe gerade auch, das ist eine Frage, Metaverse steht für Dezentralisierung. Könnte man denken. Ja und nein. Momentan wird es sehr monolithisch angetrieben von einigen wenigen, aber am Ende des Tages werden natürlich insbesondere die großen Megaplattformen da ein Stück weit zusammenwachsen müssen. So, und das tun die mal mehr, mal weniger gut. Das sieht man jetzt tatsächlich schon. Wenn Mercedes überlegt, packe ich ein Android, also ein Google Car in mein Auto rein oder entwickle ich eine eigene Lösung, um wettbewerbsfähig zu sein. Ja, und das Und diese Überlegung wird es halt immer geben. Und das, vielleicht der ein oder andere kennt das auch, dass dann irgendeine Google-App mal auf meinem Apple-Telefon nicht mehr funktioniert oder so. Es kommt, weil die sich dann einfach mal irgendwie mal wieder eine Zeit lang nicht grün sind. Und das kann halt auch in so Metaverse der Fall sein, dass dann einfach auch mal so ein Apple gegen Alibaba ausgetauscht, so ein Amazon gegen Alibaba ausgetauscht wird. Und das passiert insbesondere denen, die nicht am längsten Hebel sitzen. Also nicht, es gibt dann die Leute, denen die Plattform gehört, zum Facebook zum Beispiel, die dann im Grunde Hausrecht haben und sagen, nee, Amazon wollen wir nicht mehr, sag doch mal, wer das noch so kann. Dann binden die ein, bis Amazon wieder freundlich genug ist. Und das ist ein bisschen das Thema. Das heißt, wir haben da schon eine gewisse Monopolstellung. Also dezentral ja und nein. Also solange ich der Facebook und so ungefährlich bin, dann kann ich da auch als kleine Tante Emma-Laden irgendwie irgendwo auf der Welt stattfinden. Aber das wird dann schon ganz schnell politisch. Und bloß weil die großen Konzernbosse offiziell keine Politiker sind, heißt das noch lange nicht, dass die nicht politisch denken. Und die haben eine ganz andere Möglichkeit, politisch zu denken. Die sind nämlich nicht an Legislaturperioden, an den Goodwill der Bevölkerung gebunden, sondern einfach nur an ihren Unternehmenserfolg. Ja, und daran anknüpfend die Frage, wer setzt die Regeln, wer setzt sie durch, wer sanktioniert es und so weiter. Ne? Das hängt ja alles da dran. Also klar, also ein dezentrales System heißt nicht eine Anarchie, oder ein wilder Westen, sondern wir haben ganz klare Machtstrukturen innerhalb eines solchen
dezentralen Systems, in der Fähigkeit, hoheitlich Rechte zu setzen, Regeln zu setzen, Gesetze zu machen und die auch durchzusetzen, zu sanktionieren. Also gute Frage wäre sozusagen, wie sieht die Exekutive aus? Wie sieht die Judikative aus? Wie sieht die Polizei in einem Metaverse aus? Das geht nur. Wollte ich gerade fragen. Gibt es da eine virtuelle Polizei? Das geht nur, wenn die Städte, also die Ländergrenzen verschwimmen. Und das ist halt das, was wir mit der EU eigentlich schon lange vorhaben, aber es bis heute noch nicht richtig geklappt hat. Das ist halt ein zahnloser Tiger. Am Ende des Tages zieht immer der Nationalstaat, ist immer stärker als die Gemeinschaft. Und das muss sich drehen gerade. Es wird halt ein Brandbeschleuniger werden, das Metaverse, weil die Leute merken, die brauchen Gegengewicht zu den Superkonzernen. Weil sonst gibt es irgendwann Bürgerkrieg. Ja, das apropos Bürgerkrieg, ich meine, das ist ja das, was wir ja auch jetzt schon sehen. Also wir haben vielleicht nochmal den Bereich Medien, ne? Und wie finden Diskurse, wie findet informationelle Selbstbestimmung in solchen Metaverses statt? Also wenn die Daten sozusagen, wir müssen vielleicht nochmal Daten unterscheiden als in der privaten Nutzung, in der personalisierten Nutzung und in der anonymisierten und pseudonymisierten Variante, also zu Forschungszwecken, zu Lernzwecken reicht es vielleicht auch, die Daten pseudonymisiert auszuwerten. Aber wenn ich natürlich irgendwie ein Taxi für Olli rufe, dann brauche ich natürlich personalisierte Daten. Ne? Und aber mein Punkt war mit Bezug auf Medien, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja gerade sehen, dass in einem Umfeld von Impfungen, von Pandemien, wahnsinnig viel sozusagen Querdenken stattfindet, ne? Und Verschwörungstheorien und so weiter. Und man kann sich leicht ein solches Metaverse auch vorstellen, indem man sozusagen Leute infizieren kann, im wahrsten Sinne des Wortes, mit solchen merkwürdigen, verqueren Theorien, Verschwörungstheorien. Und das ist, glaube ich, ein anderer Punkt, der extrem wichtig ist. Also eine offene, freie Gesellschaft, wie können wir die erhalten unter den Bedingungen eines solchen Metaverses? Das hat auch ganz viele Implikationen für die Bildung. Ja, also nicht nur der Health-Bereich ist gerade in Deutschland halt sehr fraktioniert durch die Föderalstaaten zum einen, dann noch durch die verschiedenen Krankenhausträger bis hin zur Kirche, Asklepios, wie sie alle heißen, die da irgendwie mitmachen. Das ist bei Schulen ja noch viel, viel komplizierter. Das ganze, die ganze Schulträger, Föderalstaaten, die alle da irgendwie mitmischen. Und wir hängen eigentlich der internationalen Bildung durch unsere Landesstruktur stark hinterher. Also wir haben da tatsächlich auch ein Oligopol mit Cornelsen und Klett und wie sie alle heißen im Schulbuchbereich, die ganz wenig Interesse an digitalen Lösungen haben, weil dann müssten die sich ja bewegen. So, das heißt, ich vermute mal, dass es auch diverse Absprachen gibt, um den Markt so lange zu bewahren, wie denn irgendwie möglich. Vor allem mit allem anderen wären massive Investitionen notwendig, die sich nicht direkt vielleicht auch rechnen für die Schulbuchhersteller. Bloß das ist der Grund, warum wir da extrem hinterherhinken. Und da müssen wir einfach auch mal gucken, dass es denn eine wesentlich individualisiertere Bildung gibt. Das heißt, unser Bildungssystem stammt immer noch aus der Industrialisierung. Alle über einen Kamm scheren. Keine Individualförderung großartig, das sind eher Ausnahmen als die Regel. Und man darf dann ja auch nicht aus, sagen wir jetzt mal, aus dem gehobenen Mittelstand darauf gucken, sondern muss man wirklich aus dem Jedermann, aus dem Perspektive drauf schauen. Die meisten Leute, die sind da abgehängt. So, und wenn du da wirklich Talentförderung machen willst, da ist ein Metaverse ein Gold für, weil ich natürlich durch so eine AI, wie auch immer, Talente frühzeitig erkennen kann, wenn die schon nicht durch meine Eltern oder durch meine Lehrer erkannt werden und fördern kann, Interessen fördern kann. Und das wird dann eine ganz spannende Geschichte. Ich will nochmal einen Punkt nochmal sozusagen unterstreichen. Ich glaube, das ist für, und da sind wir ja so ein bisschen nicht gestartet, aber da wollen wir ja hin, zu fragen, wie können bestimmte Geschäfte, der Einzelhandel, Unternehmen, aber vielleicht auch eine Stadt sich diesem Thema nähern. Und ich glaube, es ist gut, sich damit zu befassen, weil auch Stadtentwicklung anders gedacht werden kann mit Hilfe eines Metaverse. Also wir brauchen vielleicht nicht mehr die nächste Einkaufsstraße, die nächste Querspange, die nächste, weiß ich nicht. Also wir gewinnen an Flexibilität, an Möglichkeiten. Und ich sehe die große Chance, Städte anders zu entwickeln, Regionen anders anzubinden und so weiter. Also ich glaube, es macht Sinn, sich mit diesem Thema als Staat, aber auch als einzelnes Unternehmen zu beschäftigen, strategisch sozusagen das in den Blick zu nehmen, weil es eben nach und nach bedeutsamer wird und mehr Möglichkeiten offeriert. Und wenn wir sozusagen bestimmte Investitionszyklen haben, ich sag mal, irgendwie Straße nutzen wir 50 Jahre,
dann kann man heute vielleicht schon sagen, brauchen wir das noch unter zukünftigen Bedingungen. Also das würde ich immer unbedingt als strategisches Thema mit einbeziehen in Stadtentwicklung, in Produktentwicklung, in Unternehmensentwicklung. Ich würde es noch ein bisschen weniger abstrakt auf, also man kann das entabstrahieren, indem man sagt, eigentlich muss man ein Asset-Bewusstsein schaffen. Das heißt, Firmen wie auch eine Stadt selber, also Politik, müssen eigentlich ein neues Bewusstsein für virtuelle Assets, für virtuelle Artefakte entwickeln. Und für reale Assets. Genau, ne? Aber was könnte in der virtuellen Welt wie viel wert sein? Da gibt es ein aktuelles schönes Beispiel. Da gab es eine kleine Firma, die hat so ein Avatar gebaut und dafür haben sie einer Privatperson die Rechte am eigenen Gesicht, an der virtuellen Repräsentation des Gesichts dieser Person für $200,000 abgekauft auf Lebenszeit. Das heißt, dieser Avatar, der sieht dann beispielsweise aus wie ich oder Henning. Und dafür haben wir 200.000 Euro einmalig gekriegt, aber ich renne dann praktisch eine Repräsentation von mir, die nicht ich ist. Man rennt durchs Metaverse, macht irgendwas, worauf ich keinen Einfluss habe, mit meinem Gesicht. Und wenn es am Ende des Tages Pornografie ist, whatever, ja, das ist halt die Frage, die man vertraglich klären muss. Aber ich habe die Rechte an meinem Bild komplett abgegeben. Und das ist halt ein Bewusstsein, was jetzt auch durch diese NFT, also Non-Fungible Tokens aus dem Bit, aus dieser Krypto-Ecke gerade stattfindet, wo wahnsinnige Beträge auf kleine, gefühlt unbedeutende Bilder geboten werden, gerade stattfindet, weil die Leute doch gar kein Preisbewusstsein haben, was Bitcoin, was virtuelle Währung angeht, was virtuelle Kunst angeht und was auch die eigenen Assets, wie zum Beispiel, was ist eigentlich mein Gesicht wert im Internet, ja. Das liegt natürlich auch deine Personal Brand vielleicht, auch wenn man denn eine hat. Es wird umso mehr wert, umso bekannter. Also Mark Zuckerberg hat, wenn man dem die Rechte für sein Gesicht abkauft und für seine Stimme, wird man dann wahrscheinlich mehr bieten müssen, als man das bei mir macht. Aber das ist ein spannendes Thema. Ja, das ist ein spannendes Thema. Die Frage auch der Identität. Also dupliziert sie sich sozusagen oder entkoppelt die sich? Haben wir ein zweites Ich, was wir verkaufen können? Lässt sich dieses zweite Ich zurückführen, auch sozusagen rechtlich auf unsere wahre Existenz und so weiter? Das sind jetzt natürlich schon etwas entfernter liegende Themen, aber die natürlich geklärt werden müssen irgendwann. Ne? Also ein super Business Case für Leute, die an diesen digitalen Themen, gerade jetzt so die Generation, die sagen, das ist alles nicht mehr meins, dass die frühzeitig jetzt ihre ganze Stimme und Gesichter verkaufen. Das können sie nämlich einmal vergolden, weil die interessiert das nicht. Aber wenn du dein ganzes Leben noch vor dir hast und in diesem Metaverse-Universum eine Rolle spielen wirst und keine Rechte mehr an deinem eigenen Gesicht und Stimmthemen hast, dann wird das blöd werden. So, insofern ist das eigentlich ein generationsübergreifender Business Case, der jetzt gerade stattfindet. Henning, du hattest ja vorhin mal kurz darauf hingewiesen, dass man sich dem Thema strategisch nähern muss, Städte, aber auch die Wirtschaft. Und da würde mich mal interessieren, hättest du da Tipps, wie kann ich mich diesem Thema nähern, beziehungsweise welche Technologien muss ich da im Blick behalten, damit ich, wenn das Metaverse da ist, und teilweise ist es ja schon da oder es wird ja kommen, da auch mich relativ schnell platzieren kann. Gibt es da irgendwelche Tipps, beziehungsweise Sachen entwickeln, die ich auf jeden Fall da im Auge behalten muss, damit ich dann auch wirtschaftlichen Erfolg daraus generieren kann? Ich glaube, es geht um die Frage von Sichtbarkeit und sozusagen Anschlussfähigkeit. Also wo muss ich sichtbar sein? Wo muss ich präsent sein, damit ich auffindbar wäre? Und das findet eben zunehmend nicht in der realen Welt statt oder in der realen Welt, sondern in der virtuell realen Welt. Und da muss ich letztlich auch meine Aktivitäten hinverlagern. Das heißt, ich muss die Frage beantworten, wo bin ich sichtbar? Und ich muss die Frage beantworten, womit, mit welchen Assets, mit welchen Markenversprechen bin ich dort sichtbar? Und was muss ich tun, um sozusagen zu migrieren in diese Welt? Das heißt, ich muss mich um Technologiethemen kümmern, aber natürlich auch um Kunden, wohin bewegen die sich und so weiter. Also ich muss im Grunde bereit sein, mein gesamtes Geschäftsmodell zu transponieren. Also wenn alle heute über Transformation reden, dann meinen wir ja sozusagen, es ist zu digitalisieren oder was auch immer, aber es geht hier um das Transponieren von Geschäftsmodellen. Also das Gleiche, nicht das Gleiche, aber in veränderter Form sozusagen woanders auch mit zu errichten. Virtuelle Betriebsstätten beispielsweise ist ein Riesenthema im Bereich der internationalen Besteuerung. Also ich weiß gar nicht mehr, wo findet eigentlich Produktion und Wertschöpfung statt.
Und dann gibt es das Konzept der virtuellen Betriebsstätte. So, und das sind alles so Konzepte, die man, glaube ich, im Blick haben muss. Ich gebe zu, das ist für viele sehr weit weg. Aber ich glaube, für alle, die eine Ahnung davon haben, wohin es gehen könnte, die entwickeln so langsam auch Strategien oder Möglichkeiten. Also ich glaube, es ist nicht, dass man einmal sagt, ich wechsle jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um zu wechseln, sondern ich muss es vorbereiten. Ich muss prepared sein, wie man so schön sagt. Ich muss wissen, wann ich diesen nächsten Schritt tun kann. Und ich kann nicht mehr sagen, als zu sagen, es ist strategisch wichtiges Thema und ich muss sehr aufmerksam sein, ich muss es beobachten. Ohnehin muss man heute, glaube ich, nicht eine große Gabe darin und eine große Aufgabe darin zu beobachten, in welche Richtung geht es, welche Opportunitäten tun sich auf. Und das ist, glaube ich, auch Unternehmertum par excellence. Also ich kann das nicht managen, sondern ich muss es als Unternehmer, als Unternehmerin gestalten. Also ich glaube, eine gesunde Neugier hilft. So, also ich glaube, da aus unserem Talk hier und so weiter sind jetzt keine konkreten Handlungsableitungen für ein Unternehmen. Wie komme ich jetzt ganz schnell ins Metaverse? Das ist ja immer so, dass nennen wir es mal Paradigma, so ein kleiner Paradigmenwechsel, der gerade vor uns steht. Und das ist ein schleichender Prozess. Ne? Irgendwann merkt man immer mehr davon. Also wann hat die breite Masse von Bitcoin erfahren, als die irgendwie auf einmal 1.000 Dollar wert war, inzwischen sind die 50.000 Dollar wert, ne? wo die einfach gemerkt haben, oh, da ist irgendwas entstanden in der Vergangenheit, das hat auf einmal ganz viele Leute zu ganz reichen Menschen gemacht und auf einmal hast du die breite Aufmerksamkeit der Menschen. So, du musst ja erstmal irgendwelche Fakten schaffen und dann auf einmal geht das dann irgendwann ganz schnell. So, aber das, wenn man da eine gute Aufmerksamkeit hat und einfach guckt, wie man sich da frühzeitig positionieren kann, ist das, glaube ich, gut. Alles, was da vor ist, sich da schon wirklich zu investieren, ist dann irgendwo auch Spekulation. Ne, man kann dann auch sein, dass man aufs falsche Pferd setzt. Mhm. Ich hatte auch noch eine Frage gesehen zu Decentraland und das ist eine von mehreren Plattformen, die im Grunde verspricht, Metaverse zu bauen, was von den Usern geowned wird, also was im Grunde den Nutzern gehört. Das Erste, was ich machen würde, ist mal genau die AGBs lesen, ob das auch wirklich so ist. Das Zweite ist am Ende des Tages ist auch mal die Frage, wer kann den Stecker ziehen? Kriegt man das wirklich demokratisiert? So, und das und natürlich kann es so sein, dass irgendwie sowas mal irgendwann relevant wird, aber jetzt gerade in der Startposition nicht, weil es bauen Leute, die im Grunde ein Bewusstsein dafür haben, dass ihre Daten was wert sind, was aber die breite Masse nicht hat, die halt gelernt haben, dass Facebook und Co. einfach vertrauen und sagen, ja, die haben natürlich auch nochmal eine ganz andere ja, Schwungmasse, um schnell gute Qualität zu liefern, die dann für mich convenient ist und für mich die richtigen Services bringt, weil die auch schon über Jahre gelernt haben, was mich interessiert. So, wenn so ein Decentraland um die Ecke kommt, die haben das ja alles gar nicht. Und es kann halt sein, dass wenn irgendwann das Gefühl entsteht, dass zu viel Macht auf solchen, also in der breiten Masse, dass zu viel Macht auf wenige konzentriert ist, wie so ein Facebook beispielsweise, dass es dann eine Tendenz und eine Bewegung geben kann in solche Lösungen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine große Stiftung, Bill Gates Stiftung zum Beispiel oder was auch immer, dass die dann auf einmal irgendwie mit so einer Plattform um die Ecke kommen, um sowas zu betreiben oder als gemeinsame Staatsanstrengung über mehrere Staaten hinweg oder wie auch immer. Aber das ist dann, glaube ich, das wird dann ein richtig komplexes Problem. Ja. Vielen, vielen Dank euch. Ich hack hier mal kurz rein, weil auf der Uhr steht 15:40. Also wir sind jetzt ungefähr eine Stunde dabei, ja mit ein paar Anfangsverzögerungen. Aber ich würde jetzt noch mal einmal kurz auffordern, wenn jetzt es noch Fragen gibt von den Zuschauern, dann bitte immer her damit. Ansonsten, Christian, hast du noch eine Frage? Fragen habe ich direkt nicht. Ich würde sonst ganz gerne noch auf ein, zwei Hinweise loswerden, um sozusagen noch ein bisschen Zeit zu geben, falls noch Fragen sind. Und zwar, ich habe einmal reingepostet, unser Instagram-Kanal, den du ja freundlicherweise neu aufgebaut hast, Julia. Wer da den noch nicht kennt, den bitte einfach mal hier raufklicken und sich das Ganze anschauen. Da geben wir immer wieder ein paar nette Hinweise und Tipps zu weiteren Formaten oder auch zu unseren kleinen Videos, die wir da bereitstellen. Und darüber hinaus haben wir im nächsten Jahr natürlich auch noch weitere Webinare und weitere Online- Angebote. Auch auf die möchte ich noch mal ganz kurz hinweisen. Und es geht schon früh los, am 5.1. Und zwar mit dem Thema Förderung von Digitalisierungsprojekten. Da haben wir Meet the Experts Beratertag. Da kann ich gerne mal informieren, welche Förderprogramme es gibt in einem individuellen Termin. Das gleiche, so ein ähnliches Format haben wir noch mal am 26. Januar. Dann mit Julia. Und zwar geht es da um das Thema Social Media. Da kann man sich
wenn man Mitglied der IHK zu Lübeck ist, beraten lassen, wie man seine Social-Media-Strategie aufbauen kann, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen mehr Pep geben kann. Dort, wie gesagt, kann man sich gerne anmelden am 26.01. Und dann haben wir noch ein weiteres Webinar, und zwar, ich musste mal kurz nachschauen, es ist, glaube ich, der 25.01. Genau, da geht es um das Thema Digitalisierung beziehungsweise Fuck-up-Digitalisierung. Das heißt, welche Fehler passieren eigentlich mal wieder, wenn man ein Digitalisierungsprojekt angeht und wie kann man diese umgehen beziehungsweise welche Learnings kann man daraus ziehen? Da möchten wir einfach gerne mal drin aufgehen und das Ganze euch am 25.01. mal vorstellen. Dann würde ich jetzt nochmal bei den Fragen und Antworten reingucken. Okay, ja, gibt es noch Lektüre zum Thema Metaverse? Habt ihr da irgendwelche spannenden Podcasts oder vielleicht auch irgendwelche interessanten Artikel in letzter Zeit gelesen, auf die ihr vielleicht mal verweisen könnt? Wenn das wirklich interessiert, also wirklich, was da alles technisch mit drin ist, dann kann man vielleicht, der eine heißt Mixed, also von Mixed sowie gemischt. Podcast oder was ist das? Ja, das ist ein Podcast, das ist der Mixed Cast, also wie Mix geschrieben und Cast zusammen. Die sind so ein paar Nerds, die sich den ganzen Tag über so virtuelle Realität und Metaverse austauschen. So Nerds wie ihr. So Nerds wie ihr. Ja. Das war ja nett zum Schluss. Ich muss jetzt auch weg. sonst, einfach mal so ein bisschen der Presse folgen. Also das muss man ja bloß irgendwie bei LinkedIn oder so als Hashtag eingeben, dass einen das interessiert, dann kriegt man da irgendwie was zurückgespielt. Ich glaube, ich habe den Podcast gefunden. Ich habe ihn jetzt mal reingestellt in den Chat. Gerne mal ausprobieren. Ich hoffe, es ist der richtige. Ansonsten bestimmt auch interessant, was sonst da läuft. Hier ist noch ein keine Frage, sondern ein vielen Dank, sehr interessantes Webinar. Genau, das nehmen wir natürlich gerne mit. Feedback, genau. Wie gesagt, für alle anderen gerne nochmal abstimmen. Wenn ihr jetzt rausgeht, werdet ihr automatisch weitergeleitet auf unsere Seite. Wenn jetzt keine weiteren Fragen reinkommen, möchte ich mich schon mal ganz, ganz herzlich bedanken bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt kurz vor Jahresschluss nochmal uns hier einen kleinen Einblick zu geben, ein bisschen einen Blick in die Kristallkugel. Wie wird es in ein paar Jahren aussehen? Beziehungsweise wo geht die Reise hin? In diesem Sinne vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte mich an dieser Stelle auch schon mal ganz, ganz herzlich bedanken für die Teilnehmer, die heute zugeschaut haben. Wünsche natürlich allen gutes, schönes Fest, vor allem gesundes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Ja, ich bedanke mich auch natürlich und es war eben nicht böse gemeint, ne? Also ich habe so gedacht, als ich so zugehört habe, habe ich so gedacht, boah, ich bin so gar nicht in diesem Thema drin, ne? Und ich glaube, ich bin so einer derjenigen, die diese Trends dann immer verpassen und es dann schon da ist und dann checke ich irgendwann, oh, da müsste ich mich jetzt mal irgendwie mit beschäftigen. Also vollkommen verständlich, dass da Leute auch abschalten. Ja? So, da muss man auch eine gewisse Affinität für haben. Man kann das auch wirklich aussitzen. Das wird einfach kommen und dann ist das halt da und kann man mitmachen. Und das, ich glaube schon, dass gerade durch den Exkurs am Anfang, um erstmal so ein bisschen den Rahmen zu stecken, dass den einen oder anderen vielleicht auch nicht unbedingt so abgeholt haben. Aber das war einfach notwendig, um mal zu sagen, dass da eigentlich im Grunde alles, was Neues mit drinsteckt. Ja, aber wie gesagt, es war ja einfach auch mal ein Experiment, mal zu einem Thema was zu machen, wo man eben noch nicht so wirklich viel Informationen zu hat. Und es ist ja eben, wie ihr schon sagt, es ist noch nicht da. Es wird was sein, was irgendwie kommt. Es ist im Gespräch, ne? Man kann es noch nicht greifen. So, ich glaube, das ist immer das Problem, dass man es noch nicht irgendwie anfassen kann oder vergleichen kann, sondern es ist halt was ganz Neues. Und ich fand es sehr, sehr spannend trotzdem. Ich habe sehr viel gelernt heute und werde mich jetzt auch mal ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigen auf jeden Fall. Ja, sage auch vielen Dank an euch und würde sagen, wenn ihr jetzt nichts mehr sagen möchtet, wollt, könntet, dürft, dann verabschieden wir uns, oder Christian? Machen wir so. Wir gucken uns mal den schönen Hintergrund bei Oliver an. Da stimmt schon mal ein bisschen ein auf die nächste Zeit. Das ist schön. Macht ein Feeling, finde ich. Genau. Und das bringt uns dann sozusagen rüber ins neue Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen wieder treffen hier bei unseren Formaten und wünsche bis dahin, wie gesagt, allen ein schönes Fest und macht's gut. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.